Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu diesem neuen Update zur Campiflegrei. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, es gibt wirklich einen besorgniserregenden Kenntnisstand, aber auch gleichzeitig einen verwirrenden Kenntnisstand. Die Medien berichten darüber, ich werde euch einen Link unten reinpacken, wer darüber so berichtet. Und es heißt jetzt wirklich, dass Experten festgestellt haben, dass in den aktuellen Bradyseismus-Prozess der Bodenhebung Magma mit involviert ist. Das bedeutet, wir haben hier eine weitere Entwicklung in dem gesamten Prozess der Campi Flegrei. Ja? So, wir hatten natürlich, wir befinden uns jetzt aktuell in der vierten Hebungsphase, ja, und jetzt haben wir wirklich diesen Kenntnisstand, dass Magma mit involviert sein soll. Wir haben ja in der letzten Zeit festgestellt, ich habe darüber ja auch berichtet, dass wir in diesem Bereich hier, ja, den Erdbeben-Hotspot haben. Das bedeutet, wir haben die Solfatara eingekesselt. Das ist auch meine Vermutung wirklich, wo ich die nächste Eruption vermute, wenn es zu einer Eruption kommt. Wir haben ja auch in den vergangenen Jahren feststellen können, dass wir hier auch die stärkste Bodenverformung feststellen konnten. Man kann hier sehr schön auch in den Straßen von Pozzuoli feststellen, dass wir hier wirklich sehr tiefe und langgezogene Risse in den Straßen auch haben, was natürlich darauf hindeutet, dass der Boden sich ordentlich verformt. Ja? Und wir müssen auch ständig, das habe ich auch schon beobachtet in den Medien tatsächlich, ne, das hatten die echt einmal gezeigt, da mussten hier bei den Straßenbauarbeiten zum Beispiel, es ist jetzt nicht genau diese Straße, aber es mussten dort erhebliche Reparaturmaßnahmen getroffen werden, um diese wirklich schon tief und langgezogenen Risse zu reparieren. Ja, da muss ständig nachgeteert werden und gestopft werden und dass es dort wirklich wieder befahrbare Straßen gibt. So, und wir haben jetzt hier, ich zoome jetzt nochmal gerade nach oben, in dem Bereich, wo die stärksten Erdbeben stattfinden, auch die Bodenverformung mit drin. Das ist der Bereich, wo sich der Boden wirklich extrem verformt. Und in diesem Bereich, auch vom Pozzuoli hier, können wir wirklich die stärkste Bodenverformung feststellen. Und es kesselt sich dann natürlich oben am stärksten hier zur Solfatara. Also hier kann man dann wirklich Bodenverformungen in den letzten Jahren von knapp 4 Metern nachvollziehen. Und das ist wirklich schon ordentlich. Ne? Für so Häuschen kann das durchaus auch mal dazu führen, dass so ein Haus so instabil wird, dass es tatsächlich auch zusammenbrechen kann. Man kann natürlich nicht immer dafür sorgen, dass Risse rechtzeitig gestopft werden. So, und ich bin jetzt da auf jeden Fall mal gespannt, wie sich das Ganze in der nächsten Zeit entwickeln wird. Es soll jetzt auf jeden Fall laut der Medien und laut dieser Experten, die das festgestellt haben, wie gesagt, das ist unten alles verlinkt und ich würde euch auch empfehlen, euch unseren Discord-Server, den ich unten verlinkt habe, anzuschließen. Dort werdet ihr immer auf dem aktuellsten Stand auch gehalten. Dort werden immer aktuelle Informationen veröffentlicht, auch vom INGV, gerade jetzt, die auch den Vesuv und auch die Campi Flegrei überwachen. Das ist wirklich ein sehr, sehr wichtiges Thema aktuell. So, und ich kann euch jetzt dazu auf jeden Fall sagen, wir haben es hier mit einem sehr komplexen Vulkansystem zu tun. Das Gefährliche ist, wenn diese Vulkanalarmstufe erhöht wird auf Orange, was bedeutet, dass schon einige Evakuierungsmaßnahmen getroffen werden müssten, ja? Gerade auch was Krankenhäuser, auch Gefängnisse anbetrifft zum Beispiel, die müssten wirklich rasant evakuiert werden. So, und jetzt wird auf jeden Fall auch in den Medien schon geschrieben, dass hier von Evakuierungsmaßnahmen dann gesprochen wird, wo mindestens 500.000 Menschen auf der Campi Flegrei lebend evakuiert werden müssten. Und das binnen 72 Stunden, auch so wie es die neuen Studien vorgeben, ja, weil diese Evakuierungspläne, die jetzt aktuell überarbeitet werden, weil sie veraltet sind, die werden jetzt aktuell so überarbeitet, dass auch Evakuierungsmaßnahmen schneller vollzogen werden können. Das heißt, wenn man 500.000, 1 Million, 2, 3 Millionen Menschen binnen 72 Stunden evakuieren müsste, Da müssen auf jeden Fall Pläne entwickelt werden, die wirklich weit über die menschliche Vorstellungskraft hinausgehen müssten. Weil wir hätten es noch nie wirklich in den letzten 100 Jahren, Jahrhunderten mit solchen Evakuierungsmaßnahmen zu tun gehabt. Das wäre wirklich enorm, enorm, wirklich. Ja. Und wir müssen jetzt auf jeden Fall
abwarten, was die nächsten Berichte auch des INGV, es gibt ja immer Wochenberichte, die veröffentlicht werden von der KMP Fligere, und die werde ich jetzt auf jeden Fall abwarten und mit voller Spannung abwarten, wie sich das Ganze jetzt dort entwickelt. Wenn es sich entwickelt und zu einer Eruption kommt, könnte ich mir wirklich vorstellen, dass es an der Solfatara zu einer Eruption kommt, weil natürlich die Erdbeben Schwärme, die wir jetzt in den letzten Wochen hatten, sehr stark darauf hindeuten, dass wir es hier, wenn dann, an der Solfatara zu einer Eruption kommen könnte. Ja? So, und da bin ich wirklich halt gespannt, und ihr werdet auf meinem Kanal natürlich immer auf dem Laufenden gehalten, meine Lieben. Deswegen würde ich euch natürlich auch empfehlen, meinen Kanal kostenlos für euch zu abonnieren und auch die Kanäle meiner Partner. Das würde sie auch ganz natürlich freuen, sehr freuen natürlich, und ich werde mich jetzt erstmal dankend verabschieden, und zwar deswegen dankend, weil ich mittlerweile über 42.000 Abonnenten habe. Ich habe innerhalb von einem Monat weit über 30.000 Abonnenten gemacht, meine Lieben. Und ich bin wirklich überwältigt. Ja. Ich kann es immer noch nicht glauben, wenn ich hier vor meinem YouTube-Studio sitze und einfach diese verdammt große Zahl sehe. Und es zeigt mir halt wirklich, dass mein Content sehr gut bei euch ankommt. Und ich danke euch wirklich von ganzem, ganzem Herzen dafür. Ich weiß jetzt nicht genau, inwiefern ich jetzt ein 40.000 Abonnenten-Special machen sollte mit dem Thema, wo ich mich jetzt natürlich auch mit befasse. Ich werde euch zwischenzeitlich natürlich immer kleine Making-ofs zeigen, wie ich meine Videos entwickle und sie plane und drehe. Deswegen glaube ich, finde ich eigentlich so ein, ja, so ein Special halt überflüssig. Bei 100.000 Abonnenten sieht die Sache schon wieder anders aus. Da werde ich mir was ganz Besonderes auf jeden Fall einfallen lassen, weil auch Social Blade, die machen immer so Zukunftsprognosen, und die errechnen mir jetzt, dass ich in unter 300 Tagen die 100.000 Abonnenten erreichen soll. Und da bin ich wirklich mal gespannt, wie sich mein Kanal entwickelt. Ich danke euch von Herzen. Ich schalte das Video ab. Ich will es nicht unnötig in die Länge ziehen. Ich bin raus, meine Lieben. Euer Patrick von Lidum Produktion.